Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und ich bin heute zurück mit einer Instrumentenvorstellung. Letzte Woche habe ich ja kein Video hochgeladen, weil ich in Quarantäne war. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an die vielen Genesungswünsche, die ich gekriegt habe. Ob das auf YouTube war, ob das auf Instagram war oder ich habe auch Mails bekommen mit Genesungswünschen. Also vielen, vielen Dank dafür. Mir geht's mittlerweile wieder sehr gut. Ich bin negativ und symptomfrei und meine Lunge hat nichts abgekriegt. Das heißt, ich kann schön weiter viel Tuba spielen. Genau, heute aber zur Instrumentenvorstellung, denn ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Sousaphon und ich spiele ja seit Anfang des Jahres bei Brazzo Brazzone mit und da habe ich bisher immer das Sousaphon von unserem Bandleader Daniel benutzt. Und jetzt habe ich halt gedacht, ich brauche dann halt doch auch mal ein eigenes und dann war ich so ein bisschen auf der Suche und habe mich auf dem Gebrauchtmarkt umgesehen und der Gebrauchtmarkt ist leider sehr abgeräumt. Es gibt da wirklich nicht viel, was man kaufen kann und ich wollte gerne eins haben aus Metall, weil man da doch einfach einen etwas schöneren Klang hat, als wenn man eben auf einem Kunststoff-Sousaphon spielt. So, dann nachdem ich also rumgefahren bin und verschiedene Sousaphone getestet habe, wo allerdings nichts Gutes dabei war, habe ich mir gedacht, na, da bestelle ich mir halt doch vielleicht mal ein günstiges im Netz. Und das habe ich jetzt gemacht und dieses Sousaphon will ich euch heute vorstellen und das ist das Eastman ESO 976. Dazu muss man zuerst mal sagen, dass dieses Eastman ESO 976 nicht von der amerikanischen Marke Eastman ist. Ich vermute mal, dass es da wahrscheinlich, dass die Marke Eastman nur die Markenrechte in den USA hat und dass es hier halt in Europa noch eine andere Firma gibt, die sich eben auch Eastman nennt. Wenn man aber auf diese amerikanische Seite geht von Eastman, findet man dieses Sousaphon überhaupt nicht, sondern ein anderes, was sehr viel teurer ist. Das hier ist nämlich wirklich günstig. Es kostet knapp unter 2000 Euro und ich habe das beim Musikhaus Reißer in Ulm bestellt. So, nun aber zur gängigen Praxis, dass ich einmal durchgehe, was das Sousaphon so alles kann und dass ich meine 0 bis 5 Sterne Bewertung gebe. Fangen wir an mit dem Wichtigsten und das ist der Klang. Der Klang dieses Sousaphones ist insgesamt okay. Das Sousaphon klingt auf jeden Fall schöner und brillanter als ein Kunststoff-Sousaphon und auch als das Kunststoff-Sousaphon, was ich jetzt zum Beispiel für meinen Bandleader habe, was ein Con-Sousaphon ist, also wirklich ein Markensousaphon. Es klingt einfach ein bisschen schöner, wenn man ein Metall-Sousaphon hat. Mal ein paar Beispiele, ein paar Lines aus unserer Band vielleicht. So zum Beispiel. Oder wenn wir etwas sehr Lautes haben und tief, dann haben wir zum Beispiel das hier. Genau, was haben wir noch? Vielleicht ein bisschen was Entspannteres. Also es ist schon relativ vielseitig. Allerdings muss man sagen, dass es gerade in der oberen Lage leider ein bisschen matt klingt. Also da könnte es schon noch ein bisschen strahlender sein. Und auch die Eigenfrequenz hier von dem Schaltrichter, der übrigens einen Durchmesser hat von, ich glaube, 66 cm, die schwingt immer so ein bisschen mit und gerade wenn man leise spielt, kann das ein bisschen störend sein. Aber ich sage mal, dafür, dass das Sousaphon ja ein Instrument ist, was wirklich in der Unterhaltungsmusik eingesetzt wird und teilweise eben auch auf der Straße gespielt wird, ist der Klang echt okay. Was zum Klang dazugehört oder was ich immer damit reinnehme, ist die Intonation. Denn wenn die Intonation nicht stimmt, dann muss ich natürlich Abstriche am Klang machen, weil ich danach korrigieren muss mit der Zunge und den Lippen. Und die Intonation ist ein bisschen schwierig bei diesem Instrument. Also der fünfte Naturton ist außergewöhnlich hoch, das ist ja eigentlich positiv, aber komischerweise dann genau beim C, also beim kleinen C, ist er viel zu tief.
Wenn ich jetzt mal einen C-Dur-Dreiklang spiele, muss ich ganz schön nach oben drücken, dass der überhaupt einigermaßen dahin kommt, wo er hin muss. Ich muss das C da oben also auf 1-3 spielen. Und dann kriege ich ihn hin, dass das stimmt. Das ist ein bisschen schade, da muss man sich aber dran gewöhnen. Und ansonsten sind so ein paar Sachen, wo man sich intonatorisch einfach ein bisschen reinfuchsen muss. Ich habe das Instrument jetzt eine Woche und habe ein bisschen damit geübt. Das heißt, das klappt bei mir mittlerweile ganz gut, ist aber so auf den ersten Blick nicht so das Wahre. Und all das zusammen, deswegen würde ich praktisch dem ganzen Sousaphon hier auf der Klangebene, wo ich die Intonation mit reinzähle, eine 3 von 5 geben. Kommen wir zur Ansprache. Die Ansprache ist eigentlich in allen Lagen gut. Es war ein Mundstück auch dabei, so eine Art wie 24 AW, aber irgendwie ein bisschen kleiner, ohne Herstellername. Damit war es nicht ganz so einfach zu spielen. Ich habe jetzt hier mein Joseph Clear aus der Exclusive-Serie, ein 3B, und bin damit eigentlich in allen Lagen mit der Ansprache zufrieden. Also ich kann mal so ein bisschen durchgehen, von einmal nach unten. Und auch der falsche Pedalton spricht gut an. Und auch der richtige Pedalton schon unten spricht sehr gut an. Dann gehen wir ein bisschen nach oben. Also wir haben eigentlich über alle Lagen eine sehr gute Ansprache und da war ich wirklich positiv überrascht von dem Instrument. Und deswegen kriegt das Instrument von mir tatsächlich in der Ansprache 5 Sterne. Kommen wir zum Punkt Verarbeitung und das ist ja besonders bei solchen Fernostinstrumenten wie dem hier immer interessant. Insgesamt muss man sagen, der Lack ist echt in Ordnung. Es sind ganz, ganz wenige klitzekleine Staubkörnchen, die im Lack eingeschlossen sind, wo man das vielleicht noch etwas besser hätte machen können, aber insgesamt muss man wirklich sagen, der Lack ist in Ordnung. Die Ventile sind, ich würde sagen, recht grob gearbeitet. Und sind aber relativ laufruhig. Ich musste sie ein bisschen ölen am Anfang. Das war ja irgendwie nicht vorher ordentlich gemacht, aber sie laufen eigentlich gut, lassen sich gut drücken. Da kann man eigentlich auch wenig sagen. Abstriche muss man bei der Verarbeitung machen, beim Übergang vom Korpus zum Schallbecher. Denn da ist es so, dass das relativ wackelig drin sitzt und ich die Schrauben ziemlich festdrehen muss, dass es hält. Also da ist praktisch einfach ein sehr großes Spaltmaß, wenn man den Trichter in den Korpus reinsetzt. Das ist ein Nachteil. Und ansonsten muss ich sagen, es macht eigentlich einen guten Eindruck. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen grob gearbeitet, aber dadurch scheint es auch relativ stabil zu sein. Das gibt dann natürlich Abstriche beim Gewicht, weil es ist dann halt relativ schwer. Aber wie gesagt, an sich die Verarbeitung recht gut und da würde ich tatsächlich 4 von 5 Sternen geben. Hey, ein Hinweis noch. Wenn du sicherer werden willst in Theorie und Praxis, vor allen Dingen was das Greifen angeht, schau mal vorbei auf tubalernen.de/tonart. Kommen wir zum Thema Ausstattung. Leider nur 3 Ventile. Die meisten Sousaphone haben nur 3 Ventile. 4 Ventile wären natürlich super schön.
Das ist so ein bisschen das, was schade ist, aber das ist, tut jetzt keinen großen Abbruch, weil wie gesagt, ein Sousafon mit 4 Ventilen, das muss man erstmal finden. Was gehört noch zur Ausstattung? Das Mundrohr ist an 2 Stellen verstellbar, also es lässt sich praktisch einmal hier und einmal hier auseinandernehmen. Und dadurch kann ich ganz gut eigentlich die Höhe so einstellen, dass es passt. Ich wollte es am Anfang eigentlich mit nur einer dieser Rohre spielen. Leider ist es dann aber so, dass wenn ich nur eine von diesen beiden Mundrohrteilen benutze, dass dann die Intonation überhaupt nicht mehr stimmt. Und man kann das leider auch nicht mit dem Stimmzug ausgleichen. Wenn man das mit dem Stimmzug ausgleicht und die Intonation und dann praktisch mit nur einem Teil spielt und den kleinen Teil weglässt, dann stimmen die Naturtöne in sich leider überhaupt nicht mehr. So dass ich mit beiden Teilen spielen muss. Man muss dann halt ein bisschen darauf achten, dass man es dann auch ein bisschen so festdreht, so wie man das Mundstück halt auch so ins Mundrohr reindrehen kann, damit nicht irgendwie zwischendurch das passiert, dass es so abrutscht oder so. Aber prinzipiell ist das ja eine gute Sache, dass man das Mundrohr eben an 2 verschiedenen Stellen einstellen kann. Dadurch lässt sich nämlich nicht nur einstellen, wo ist der Mund, sondern dadurch lässt sich auch so ein bisschen der Winkel einstellen. Wie möchte ich das gerne haben? Mehr irgendwie ganz gerade drauf oder möchte ich es eher so ein bisschen nach unten haben oder möchte ich es vielleicht eher so ein bisschen nach oben haben. Und das ist dann halt ganz schön. Was gehört noch zur Ausstattung? Wie gesagt, es war ein Mundstück dabei, also nichts Besonderes, fand ich jetzt nicht so toll, aber das ist ja auch irgendwie Geschmackssache. Und es war ein gigantisch großer Koffer dabei. Den kann ich dir heute leider nicht zeigen, denn der Koffer ist so groß, dass ich ihn nicht ins Auto gekriegt habe. Der Koffer ist, glaube ich, super dafür, wenn man zum Beispiel im Tourbus unterwegs ist oder wenn man zum Beispiel mit dem Sousafon vielleicht auch im Flieger verreisen will, weil ich glaube, das würde ich tatsächlich als Koffer aufgeben, als Sperrgepäck und da hätte ich keine Angst, dass es zerdrückt wird, denn der Koffer ist sehr groß und sehr stabil, hat Rollen dran, also es ist so ein, ja, ich würde sagen, der ist relativ professionell, der Koffer. Schade ist, dass es kein Gigbag gibt. Es gab wohl mal eins, aber das haben sie leider nicht mehr auf Lager, sodass man das Gigbag dazu nicht mehr kriegt. Man muss dann praktisch eins nachkaufen. Ja, und wie gesagt, der Koffer ist so groß, dass er in mein Auto nicht reingeht. Ich habe schon ein relativ großes Auto. Man braucht praktisch einen sehr großen Kombi, würde ich sagen. Da könnte es reingehen, weil der Koffer ist ungefähr eben 1 mal 1 Meter groß und dann in der Höhe nochmal 30 cm, beziehungsweise da, wo dann der Trichter ist, sind es dann sogar 60 cm oder 50 ungefähr. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber also man braucht wirklich entweder einen VW-Bus oder man braucht einen sehr großen Kombi mit einem wirklich großen Kofferraum, dass der Koffer da längs reinpasst. Ich kam im Jahreswechsel auf die aberwitzige Idee, mir eine Limousine zu kaufen, weil ich viel fahren und ein bequemes Auto haben wollte. Aber ich krieg's nicht mal auf die Rückbank in diese Limousine rein. Genau, also Ausstattung ist so, der Koffer ist so, ja, hat so seine positiven und seine negativen Seiten. Ich würde sagen, die negativen Seiten überwiegen da ein bisschen, weil in der Regel will man es dann doch ganz gerne einfach in ein Gigbag packen und irgendwie auf die Rücksitzbank schmeißen. Und das geht halt hiermit nicht. 3 Ventile leider nur, keine 4, aber wie gesagt, 4 Ventile sind auch selten beim Sousafon und ich würde, ein Mundstück war dabei, aber kein besonderes und auch ja, sonst keine extra Gimmicks oder so. Deswegen würde ich einfach mal bei der Ausstattung sagen, 3 von 5 Sternen. Kommen wir noch zum Handling. Das Sousafon ist natürlich ein Metallsousafon, daher schwer. Das ist klar, das ist logisch, darauf muss man sich einlassen. Es sind 14 Kilo, also man merkt, wenn man hier das mal eine halbe Stunde in der Hand hat und auf der Schulter liegen, merkt man, dass das dann doch ganz ordentlich auf die Schulter geht. Klar, der Körper passt sich an, aber wenn man jetzt irgendwie nicht mal mindestens so eine Statur hat wie ich, und nicht einigermaßen sportlich ist, sollte man das sich wahrscheinlich eher nicht kaufen. Dann sollte man vielleicht doch ein Kunststoff-Sousafon nehmen. Ja, denn die 14 Kilo sind einfach schwer. Und ja, ansonsten natürlich ist es riesig groß. Es hat hier einen Schallbecher von 66 cm. Man kommt durch keine Tür durch. Das ist ganz normal. Man muss es ausziehen, um irgendwo hinzulaufen. Das sind aber typische Sousafon-Probleme. Ansonsten liegt es ganz gut in der Hand. Es ist ein bisschen
Also hier das Rohr ist ein bisschen eng hier, obwohl es ja ein sehr großes Sousaphon ist, drückt es dann doch hier ein bisschen. Es ist nicht so ganz optimal. So, aber insgesamt okay, würde ich einfach mal sagen, fürs Handling. Und von daher gebe ich beim Handling 4 von 5 Sternen. So, dann kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis als letzten Punkt für diese Vorstellung. Und vielleicht schreibe ich den Preis einmal hin. Das sind 1.998 Euro. Also sagen wir mal rund 2.000. Und das ist preislich okay. Also es ist, wie gesagt, jetzt nicht das super tolle Sousaphon, aber der Preis ist günstig. Und gerade wenn man es eben mal mit dem Gebrauchtmarkt vergleicht, da kriegt man eben wenig für das Geld. Wenn man jetzt sagt, ich will lieber irgendwie einfach ein altes, gebrauchtes Markeninstrument kaufen, da muss man schon eher 2.500 oder 3.000 hinlegen. Das ist leider im Moment einfach so, weil Sousaphone einfach in Europa recht rar sind. In den USA mag das eine ganz andere Geschichte sein, da hat halt irgendwie jeder Highschool 5 Sousaphone und die werden dann halt hin und wieder mal verscherpelt. Das ist ganz anders. Aber hier sind sie eben rar und von daher muss man sagen, ist dann der Preis wirklich in Ordnung. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie sich es natürlich auf Dauer mit der Qualität verhält, wie zum Beispiel, oft ist es so bei so Pumpventilen, dass die Ventilführungen, diese Plastikventilführungen, dass die relativ schnell kaputt gehen, solche Sachen. Und das weiß ich natürlich einfach nicht, wie sich es verhält. Aber insgesamt muss man sagen, dass es für den Preis in Ordnung ist. Ist jetzt keine 5 Sterne wert, weil, wie gesagt, es gibt auch andere gute Tuben, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel die B-Tuba von Thomann, die kostet irgendwie 1,5 oder so und die ist wirklich super. Die hätte 5 Sterne verdient, aber das ist jetzt so ein Sousaphon, da würde ich sagen, es ist das günstigste Metallsousaphon, was es auf dem deutschen Markt gibt. Das ist super, aber es haut mich einfach nicht so dermaßen um, dass ich jetzt 5 Sterne geben würde. Von daher gebe ich bei Preis-Leistung auch 4 Sterne. So, jetzt darf ich rechnen. Jetzt kommen wir nämlich zur Gesamtbewertung. Ach so, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, die Bohrung ist übrigens 18,5 mm. Also ist praktisch so wie eine richtige 4 Viertel, vielleicht so bis 5 Viertel B-Tuba. Also ordentlich Sound gibt es schon. Kommen wir zum Zusammenrechnen. 3 plus 5 sind 8, plus 4 sind 12, 15, 19... Und nochmal 4 sind 23 durch 6. Ich würde sagen, da kommen wir ziemlich genau auf 4 Sterne. Etwas drunter. Gesamtbewertung für dieses Sousaphon. Und es liegt halt auch größtenteils am Preis-Leistungs-Verhältnis. Und daran, dass man eben sagen muss, zum Beispiel sowas wie das Gewicht, was ja ein Nachteil ist, das ist eben bei anderen Metall-Sousaphonen ganz genauso. Und deswegen muss man sagen, obwohl das Instrument wirklich sehr günstig ist, kommt es eben auf eine Gesamtbewertung von 4 Sternen. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und würde sagen, gehe für die letzten 20 Sekunden aus dem Bild, dass du nochmal die Gesamtbewertung sehen kannst. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss.